Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute drehe ich es aus dem Fußball und sage, wir starten rein mit dem Video. Let's go! Heute gibt es wieder ein neues Ultra-Ranking der zweiten Bundesliga. Und zwar, wer hat aktuell die besten Ultras der zweiten Bundesliga und welche Ultras können Leipzig, Wolfsburg oder Hoffenheim ersetzen? Das gibt es heute zu besprechen. Und ja, wenn euch mein Kanal bzw. meine Videos gefallen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, da fast 95% noch kein Abo da gelassen haben. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit dem Video und wir gucken uns erstmal an, wie ich das sortiert habe in der zweiten Liga. Und zwar, erstmal habe ich hier oben hingeschrieben, erste Liga bitte, heißt die Ultras sollen, beziehungsweise der Verein soll in die erste Liga aufsteigen, weil das einfach geisteskranke Ultras sind. Dann in krass, in Ordnung, schlecht und Ultras als Fragezeichen heißt, die haben absolut nichts, das ist ein Katastrophenverein. Mehr muss ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber auch schon rein mit dem ersten FC Magdeburg. Und Magdeburg finde ich einen sehr, 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 sehr geilen Verein mit sehr, sehr geilen Ultras. Wenn ich mal überlege nochmal in der Saison 22/23, wo die 10.000 Ultras in Hamburg waren, aber auch andere Spiele immer sehr, sehr geil performt haben. Deswegen setze ich Magdeburg schon auf erste Liga bitte, weil ich finde auch zu Hause immer geisteskrank konstant. Viele Pyro-Shows, viele Choreos. Ich persönlich finde Magdeburg einen sehr, sehr geilen Verein. Auch mit den Ultras absolut geil. 2.900 Ultras im Durchschnitt auswärts, was wirklich geisteskrank ist. Und auf jeden Fall hat Magdeburg Erstliganiveau und kann von mir aus auch so ein Wolfsburg oder Leipzig ersetzen. Finde ich persönlich einen sehr, sehr geilen Verein. Dann geht es weiter mit Braunschweig. Und Braunschweig finde ich auch relativ in Ordnung. Aber ich finde jetzt nichts Überragendes. Also es ist kein krasser Verein. Auch mit 1.800 Auswärts-Ultras ist das nur in Ordnung und liegen damit auch nur auf dem 10. Platz der Auswärtsfans in der zweiten Liga. Deswegen habe ich die hier auch auf in Ordnung gesetzt. Zu Hause haben die eine gute Pyro-Show gegen Hannover gezeigt im Derby. War sehr, sehr geil, obwohl die einfach die Pyro oder beziehungsweise diese Rauchbomben im Hannover-Block gezündet haben, war sehr, sehr lustig. Für die Hannover-Fans war es natürlich am Ende nicht so lustig. Aber wenn man neutral zu den beiden Vereinen steht, ist das, glaube ich, eine geile Aktion gewesen. Ja, deswegen finde ich, Braunschweig hat in Ordnung Ultras, aber auch auswärts und so ist es halt nicht überragend. Deswegen setze ich die hier auf in Ordnung. Dann geht es weiter mit Holstein Kiel. Und Holstein Kiel finde ich echt ein bisschen schade, dass die nicht so krasse Ultras haben. Für mich sind die auch nicht in Ordnung, sondern eher schlecht. Zu Hause ist es nicht so eine große Tribüne mit relativ auch wenig Ultras dann da. Auch in der zweiten Liga der Auswärtsfans sind sie nur mit 1.000 Fans ungefähr auf dem 13. Platz. Und ich persönlich finde, die haben wirklich keine guten Ultras, auch zu Hause nie so krass gewesen. Natürlich ein paar Pyro-Shows, aber ich denke, das hat auch fast jeder Verein gezeigt, außer zwei Vereine, da kommen wir gleich nochmal zu, auch wenn die sogar ein bisschen Pyro gezündet haben. Aber ich finde persönlich, Kiel hat keine guten Ultras, nie wirklich richtig konstant, auch nur 1.000 Fans im Durchschnitt, finde ich persönlich eher schlecht. Dann geht es weiter mit dem KSC, und zwar Karlsruhe. Und Karlsruhe, finde ich, hat auch ganz krasse Ultras. Ich finde persönlich, die haben wirklich gute Ultras, auch auswärts immer mit ungefähr 2.000 Fans, ist das schon sehr, sehr stabil und deswegen finde ich die schon sehr, sehr krass. Zu Hause nicht immer so konstant, aber auch krass, 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 krasse Ultras meiner Meinung nach und deswegen kommen die bei mir hier auf krass, aber erste Liga reicht es für mich nicht, weil oben wirklich nur sehr, sehr geile Ultras, die wirklich auch konstant bleiben könnten und in der ersten Liga performen könnten. Deswegen kommt bei mir Karlsruhe ein Platz darunter. Dann geht es schon weiter mit dem nächsten Verein und zwar jetzt kommen wir natürlich zum absoluten Grottenverein. Meiner Meinung nach wirklich spielerisch sind die sehr, sehr krass, Wiesbaden. Aber von den Ultras her ist das einfach nichts. Das ist eine Katastrophe. Auch in der dritten Liga haben die nie viele Ultras mitgebracht. Und deswegen kommen die bei mir
auf den letzten Platz nur 125 Ultras im Durchschnitt. Auswärts finde ich persönlich sehr, sehr schlecht. Auch zu Hause eine kleine Heimtribüne. Wenig gezeigt in der dritten Liga. Und in der dritten Liga sind wirklich nie so krasse Ultras. Und da wirklich fast auf dem letzten Platz zu landen, ist schon sehr, sehr schlecht mit 100 Ultras ungefähr. Deswegen kommen die bei mir auf den letzten Platz. Dann kommen wir zum nächsten Verein, und zwar VfL Osnabrück. Und ja, Osnabrück, finde ich, ist relativ schlecht. In der dritten Liga war es noch relativ in Ordnung, aber in der zweiten Liga reicht es für mich nicht besser als schlecht. Kommen auch ungefähr auf das Niveau von Holstein Kiel. Ja, deswegen kommen die bei mir auf schlecht. In der dritten Liga hatten die im Durchschnitt 1300 Fans, aber in der zweiten Liga ist das relativ schlecht. Auch zu Hause eine kleine Heimtribüne. Ja, ein bisschen Pyro auch gezeigt, aber ich denke, das hat fast jeder Verein gemacht. Deswegen kommen die bei mir hier auf schlecht. Es reicht für mich nicht für in Ordnung. Dann geht es weiter mit St. Pauli. Und St. Pauli hat auch relativ gute Ultras. Ich finde, die haben ein bisschen bessere Ultras als jetzt Eintracht Braunschweig. Ja, auch zu Hause immer gut gewesen. Auch in Hamburg beim HSV, beim Erzrivalen auch immer was gezeigt. Ja, auch im Durchschnitt 2700 Fans, was ich sehr, sehr krass finde. Aber ich finde auch hier kommen die nicht an Magdeburg dran, weil dort einfach die Highlights mit 10.000 Ultras oder sowas fehlen, meiner Meinung nach. Und deswegen kommen die bei mir hier auf krass. Ist aber jetzt auch nicht allzu weit weg von erste Liga. Finde ich trotzdem eher noch krass. Wie gesagt, zu Hause mal ein bisschen was gezeigt. Auswärts gut gewesen mit fast 2700 Ultras. Und deswegen finde ich, das ist ein krasser Verein mit krassen Ultras. Dann geht es weiter mit Hamburg. Und Hamburg ist natürlich eine absolute Legende. Und ich hoffe natürlich, dass sie diese Saison wieder aufsteigen werden. Vielleicht steigt Hoffenheim ja ab. Letzte Saison haben sie es leider noch geschafft. Ich hoffe tatsächlich, Hamburg steigt auf mit 5.900 Gästefans auswärts, was wirklich geisteskrank ist. Auch zu Hause immer dieses Riesenstadion, muss man sich mal überlegen. Die spielen zweite Liga und haben ein Riesenstadion mit einer sehr, sehr geilen Tribüne, mit einer sehr geilen Heimtribüne, wo auch fast immer alle mit konstant mitmachen. Pyrotechnik hat auch immer gestimmt und deswegen kommen die bei mir auf erste Liga. Ich hoffe, Hamburg steigt nächste Saison wieder auf. Wäre wirklich ein Wunsch von mir. Leider haben sie es jetzt diese Saison wieder nicht geschafft. Sehr, sehr lange spielen sie jetzt schon zweite Liga. Aber ich hoffe persönlich, dass Hamburg wieder aufsteigt. Dann geht es weiter mit Greuther Fürth. Und für mich ist Greuther Fürth leider auch ein sehr, sehr schlechter Verein. Wenn man mal überlegt, dass sie noch fast vor ein paar Jahren erste Liga gespielt haben. Und jetzt fast sogar abgestiegen sind in der zweiten Liga. Vielleicht liegt es da auch ein bisschen an den Ultras mit 700 Auswärtsfans, was wirklich grottenschlecht ist. Zu Hause auch die Tribüne ist sehr, sehr klein. Deswegen kann ich da auch nichts zu sagen. Ist schlecht, haben nicht gute Ultras. Deswegen kommen die hier auch auf schlecht. Und ich finde, man kann die so ein bisschen mit Osnabrück vergleichen. Dann geht es weiter mit Fortuna. Und vielleicht gibt es auch andere Meinungen hier bei Fortuna. Aber ich persönlich finde, dass Fortuna in Ordnung eine Ultras hat. Und ich finde nicht, dass sie in das Niveau von krass oder erste Liga drankommen. Weil wenn man mal überlegt, das Stadion ist fast nie ausverkauft. Es sind wirklich gute Ultras, aber auswärts auch nie so krass, wenn ich darüber nachdenke, mit 1600 Ultras auswärts ist einfach auch nicht so stark und deswegen, die stechen einfach nicht hervor und deswegen kommen die mir bei mir auf das Niveau von Braunschweig. Ich glaube, höher geht es dort auch nicht. Dann geht es weiter mit Kaiserslautern und Kaiserslautern, absolut geiler Verein, wenn man nur überlegt, dass die vorletzte Saison noch in der dritten Liga gespielt haben, dann wirklich fast sogar in die erste Liga mit aufgestiegen sind, waren ja gar nicht mal so schlecht und die Ultras natürlich pushen das Team komplett mit nach vorne, alle machen dort fast immer mit, sehr sehr geile Choreos, sehr sehr geil Pyro, auch auswärts mit 4500 Fans ist das einfach geisteskrank und kommen von mir auch fast auf das Niveau von Hamburg. Hamburg finde ich ein bisschen besser, ist aber auch nicht viel, also ist fast das gleiche meiner Meinung nach. Immer konstant gewesen, auch mal ein Highlight gehabt mit 10.000 Fans, was ich sehr, sehr geil finde immer. Und deswegen kommen die bei mir auf erste Liga, würde ich mir auch nochmal wünschen, wenn die in die erste Liga kommen.
Dann geht es weiter mit Paderborn. Und bei mir ist Paderborn einfach auch schlecht. Ich finde, man kann das hier auch wieder vergleichen mit Greuther Fürth. Das sind ungefähr die gleichen Vereine. Paderborn hat auch schon mal erste Liga gespielt. Und die Ultras auswärts, so als sowohl auch heim, ist einfach nichts Überragendes, wenn man mal überlegt. Mit 780 Ultras ungefähr auswärts im Durchschnitt ist einfach schlecht. Und deswegen kommen die bei mir hier auch auf schlecht. Dann geht es weiter mit dem nächsten Verein, und zwar Hertha BSC, die leider abgestiegen sind. Und wenn man mal überlegt, die Ultras sind einfach krass. Ich finde, Hertha BSC hat krasse Ultras. Und vielleicht gibt es da auch andere Meinungen, aber man muss mal überlegen, auswärts sind die immer richtig konstant gewesen. Zu Hause können die leider nie so viel zeigen, weil das Olympiastadion einfach viel zu groß für Hertha BSC, für den Verein ist. Auch dort gibt es keine Steher und deswegen stechen die halt nie so richtig zu Hause hervor. Aber wenn man sich überlegt, auswärts fast immer auch im Durchschnitt so mit 2.000-3.000 Ultras da angereist und das ist einfach geisteskrank, finde ich. Und deswegen kommen die bei mir auf krass, kommen aber auch jetzt hier nicht an die erste Liga dran, weil ich finde, da oben kommen wirklich nur geisteskranke Vereine hin, die auch mal 10.000 Ultras erreicht haben. Hamburg hat sogar mal 20.000 Ultras erreicht. Das ist einfach geisteskrank. Diese Vereine sind einfach geisteskrank und gehören für mich eigentlich in die erste Liga. Da kommt Hertha jetzt noch nicht so richtig dran, haben aber auch trotzdem sehr, sehr stabile, krasse Ultras. Dann geht es weiter mit Schalke und Schalke hat meiner Meinung nach die besten Ultras in Deutschland. Auswärts sind die geisteskrank, auch mal mit 10.000 Ultras in Hoffenheim angereist, was geisteskrank war. Dann zu Hause auch immer konstante Pyro-Shows gegen Dortmund gezeigt, zum Beispiel mit der geilen Choreo dort. Aber auch andere Choreos haben die sehr, sehr geil designt, sehr, sehr geil. Jeder macht da fast auch immer mit in der Nordtribüne. Sehr geile Fahnen und meiner Meinung nach gehören die auf jeden Fall auf erste Liga. Und ich hoffe, dass Schalke nächste Saison wieder aufsteigt, vielleicht mit Hamburg, Kaiserslautern. Hamburg hoffe ich schon, dass sie aufsteigen, Kaiserslautern vielleicht als Dritter oder so. Und dann wäre das wirklich wieder sehr, sehr geil, die erste Liga. Dann geht es weiter mit Hannover. Und für mich ist Hannover auch ein krasser Verein, haben sehr, sehr krasse Ultras. Was mich leider bei Hannover so ein bisschen gestört hat, ist letzte Saison, da sie halt relativ schlecht waren, beziehungsweise die Spieler halt sehr, sehr schlecht waren, haben halt ein paar Fans dieses Stadion verlassen und diese Szene fand ich einfach nicht so geil. Trotzdem haben die auch immer mit relativ geilen Pyro-Shows, geile Fahnen, auch trotzdem konstante Leistungen auch immer gezeigt. Auch auswärts immer sehr nice, konstant gewesen mit ungefähr 2.100 Ultras, damit auch auf Platz 7 gelandet. Finde ich auch sehr, sehr krasse Ultras, wie gesagt, sehr geile Pyro-Shows gezeigt und deswegen kommen die bei mir auf krass, kommen aber auch hier nicht an die Top-Vereine hier oben dran, da ihr Highlight auch nur mit 6.000 Fans in Hamburg war. Dann geht es weiter mit Nürnberg und für mich hat Nürnberg auch sehr, sehr krasse Ultras, finde ich, haben eine geile Fanszene, auch zu Hause immer gute Sachen gezeigt, mit einer sehr geilen Choreo gegen Fürth zum Beispiel, aber auch auswärts immer mit 2.700 Ultras angereist. Ihr Highlight war mit 7.000 Ultras in Kaiserslautern, was auch sehr, sehr geil ist. Und deswegen kommen die bei mir auf krass. Trotzdem kommen die auch hier nicht an erste Liga dran. Wie gesagt, hier oben kommen einfach nur die besten Vereine hin. Dann geht es weiter mit Elversberg. Und ja, Elversberg ist natürlich ein geiler Verein. Ich meine, die haben jetzt den Durchbruch in die zweite Liga geschafft, wobei ich da auch nicht glaube, dass die dort bleiben können. Trotzdem haben die halt einfach keine gute Fanszene, auswärts absolut. So ein bisschen kann man das vergleichen wie mit Sandhausen. Sandhausen hat auch keine Fans und deswegen kommt bei mir Elversberg auf den letzten Platz. Zu Hause halt eine sehr, sehr kleine Tribüne, ein sehr kleines Stadion generell auch dazu. Auswärts halt fast gar keine Fans dabei und deswegen kommen die bei mir auf Ultras, haben halt einfach gar keine Ultras. Dann geht es weiter mit dem letzten Verein und zwar Hansa Rostock. Und da kommen wir natürlich nochmal zu einem absoluten Highlight. Kommt auch auf jeden Fall auf erste Liga. Haben super geile Ultras. Zu Hause immer sehr geile Shows gezeigt. Alle machen dort mit. Und auch auswärts sind die immer sehr geil gewesen. Auch hier sind die auf Platz 3 gelandet am Ende mit 3.000 Fans im Durchschnitt. Absolutes Highlight waren 10.000 Fans in Hamburg und das ist absolut geil, was auch Hansa Rostock letzte Saison bzw. generell in der zweiten Liga
gezeigt, auch immer mit geilen Fahren und deswegen kann ich da auch nichts aussetzen, kommen bei mir auch auf jeden Fall auf die erste Liga. Und ja, das ist jetzt hier mein Ranking zu den Ultras der zweiten Bundesliga. Schreibt gerne eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Was würdet ihr ändern oder sagt ihr, das Ranking passt so? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like, Abo da. Haut rein, Leute. Und dann, ciao, ciao.